Landwirtschaftskammerpräsident Diplom-Ingenieur Nikolaus Belakovic hat sich zu Beginn seiner Amtszeit drei Schwerpunkte zum Ziel gesetzt: Innovation, Regionalität und Bürokratieabbau. Um das Thema Innovation in der Landwirtschaft noch weiter voranzutreiben, wurde eine Innovationsbeauftragte eingesetzt, sich dem Thema zu widmen. Tanja Eisenbart von der Burgenländischen Landwirtschaftskammer übernimmt diese wichtige Aufgabe und macht Innovation für unsere Landwirte greifbar. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Eisenbart, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Danke fürs Kommen, Verzeihung die Verspätung. Da war so ein kleiner Verkehrsstau. Als ich als Landwirtschaftskammerpräsident angetreten bin, habe ich mir drei Arbeitsschwerpunkte vorgenommen. Und zwar erstens Innovation, zweitens Regionalität und drittens Bürokratieabbau. Innovation in der Landwirtschaft wollen wir weiter vorantreiben. Wir arbeiten intensiv an diesem Thema und deswegen sind wir heute zusammengekommen. Wir haben mit der Frau Tanja Eisenbart eine neue Innovationsbeauftragte, die voll sich diesem Thema widmet. Innovation wird für die Landwirte immer wichtiger. Sie stehen unter einem gewaltigen Wettbewerb und müssen zukunftsfit gemacht werden. Und unser Anliegen ist es, den Bäuerinnen und Bauern Chancen und Perspektiven zu geben. Wo haben sie Möglichkeiten, neue Märkte, neue Absatzwege zu finden? Und da ist eine Innovation ein Schlüssel dafür, ihnen neue Chancen einzuräumen. Und wir arbeiten seit meinem Amtsantritt intensiv an dem Thema. Wir haben zum Beispiel zu Beginn des heurigen Jahres zwei große Informationsveranstaltungen gehabt. Das war der erste Schritt. Innovation in der Pflanzenproduktion und Innovation in der Tierhaltung. Bei dieser Veranstaltung waren Praktiker eingeladen, also solche, die bereits innovative Dinge machen, zum Beispiel Weinbergschnecken züchten oder Tauben züchten. Wir haben aber auch die Wissenschaft dabei gehabt, Professoren der Universität für Bodenkultur und andere Experten. Das heißt, wir widmen uns umfassend diesem Thema. Der nächste Schritt war, dass wir eine Social-Media-Kampagne auf Facebook gestartet haben, wo wir unter dem Motto innovative Kulinarik aus dem Burgenland permanent Betriebe vorstellen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten auch sehen, wie innovativ unsere Landwirtschaft ist und dass die vor den Vorhang gebeten werden. Heute präsentieren wir Ihnen einen weiteren wichtigen Schritt, eben die neue Innovationsbeauftragte, Frau Tanja Eisenbart. Ihre Aufgabe ist es, zu koordinieren, das Netzwerk, und die Landwirte zu unterstützen, wenn sie neue Dinge angehen werden, aber das wird sie dann noch genauer sagen. Wichtig ist, dass bei ihr das Know-how zusammenläuft, dass sie die Anlaufstelle ist. Ja, und ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam machen. Sie ist eine junge, engagierte Frau und ich darf Sie bitten, jetzt kurz zu sagen, was Ihre Tätigkeit ist. Danke. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Tanja Eisenbart und wie der Herr Präsident schon gesagt hat, bin ich die neue Innovationsbeauftragte in der Burgenländischen Landwirtschaftskammer. Meine Aufgabe ist es, die erste Anlaufstelle in der Burgenländischen Landwirtschaftskammer zu sein, für Betriebe, die innovative Ideen haben und diese umsetzen möchten. Wir wollen damit Landwirte ermutigen, neue Wege zu gehen und dadurch auch neue Betriebszweige zu schaffen. Es gibt bereits einige Betriebe im Burgenland, die fortschrittlich und innovativ sind. Wir haben im letzten halben Jahr im gesamten Burgenland Betriebe ausfindig gemacht, die ein Anreiz für alle Landwirte sein sollen. Und die Ziele des gesamten Netzwerkes sind eben die Vorbildwirkung und die Motivation für Landwirte und Landwirtinnen zu schaffen und wieder mehr Wertschöpfung im Burgenland für die Landwirtschaft zu generieren. Vielen Dank. Sie sehen, uns ist es wichtig, dass wir nicht nur über Innovation reden, sondern dass wir sehr konkret etwas machen. Und wir haben jetzt eben in der Struktur der Landwirtschaftskammer eine Ansprechperson, an die sich die Bauern wenden können. Wenn zum Beispiel einer sagt, ich möchte mit der Viehwirtschaft nicht mehr weiter tun, ich suche einen neuen Zweig, dann geht er zur Frau Eisenbart und die sagt, ja, was ist Ihre Neigung, ist das die Viehwirtschaft oder andere Dinge? Und wir wollen in diesem Netzwerk, Entschuldigung, ich muss es besser die Tür zumachen. Der Stammtisch. Bitte? Ja. Wir wollen in diesem Netzwerk alle zusammenführen. Also die Bauern, Abnehmer, vielleicht auch die Wissenschaft. Also da sind wir am Beginn des Aufbaus dieses Netzwerks. Also wichtig, es gibt eine Ansprechperson.
Und ich darf Ihnen auch vorstellen, einen nächsten großen Schritt, den wir machen, und zwar heuer bei der Inform. Die Landwirtschaftskammer war bisher schon bei der Inform vertreten, aber neu ist, dass wir diesmal einen Innovationsschwerpunkt machen. Das heißt, am Stand der burgenländischen Landwirtschaftskammer bei der Inform gibt es einen eigenen Innovationsbereich. Und zwar schaut der so aus, dass während der gesamten Messe präsentieren sich innovative Betriebe. Wir haben insgesamt 25 Betriebe, die ihre Produkte vorstellen. An jedem Tag werden es 5 Betriebe sein, die ihre Produkte, ihre innovativen Produkte, Lebensmittel präsentieren, wo die Konsumenten darüber reden können, verkosten können, um einfach die ganze Vielfalt der burgenländischen Landwirtschaft zu präsentieren. Das ist uns wichtig, weil wir auch eben die Konsumenten für das Thema begeistern wollen. Das eine ist, dass der Bauer, die Bäuerin eine Idee hat, das umsetzt, aber dass es auch Vermarktungswege gibt. Und daher wollen wir im Zuge der Inform die Möglichkeit nutzen. Es werden zum Beispiel dort Betriebe sein, die Kaviar produzieren oder die Austernpilze produzieren oder Tofu aus dem Seewinkel oder Vulca Prosciutto. Also man sieht schon eine ganze Reihe von Betrieben, die sich hier sehr kreativ einbringen und wir wollen damit eben das Thema vorantreiben. Daher lade ich Sie alle recht herzlich ein. Die Inform beginnt ja am 28. August und läuft bis 1. September und an jedem Tag werden wir dort diesen Innovationsbereich aktiv bearbeiten. Parallel zur Präsentation der innovativen Betriebe stehen natürlich unsere Beraterinnen und Berater vor Ort zur Verfügung. Wenn jemand gleich dort vor Ort etwas machen will, dann kann er das am Messestand auch gleich erledigen. Ja, vielen Dank.